da. So, jetzt haben wir ein Stündchen, machen wir noch und dann ist Schluss hier. Sonst kommen wir gar nicht mehr zu schlafen. So, die lassen Türen hier. Lassen, die noch anschmeißen. Dann produziert er eben noch. Fertig aus. Desto eher ist die scheiß Dings hier, das Ding hier voll. Aber hier ist Schrauben, das ist momentan auch hier noch. Guck mal, die Schrauben von hinten. Oh, was war das? War das jetzt gerade ein Leck? Der erste Leck? Ja, scheinbar. Player Movement. Ich hab das auch ein Leck. Da leckt das gerade. Mit einer Verzögerung drin. Die summiert sich gerade auf. Warum auch immer. Soll mal langsam gehen. Ah, der Timestamp haut nicht hin. Das ist irgendwie so ein scheint den Packet Loss, was ihr habt. Wie gesagt, das wurde ja gesagt, das läuft doch nicht ganz rund. Der ganze Rotz. Aber es ist wie gesagt so, dieses Spiel wird wesentlich besser, vor allem wenn der Client, also wie gesagt, abstürzt. Brauchst du selbst nicht speichern groß. Weil das Spiel speichert für dich, also der Server speichert für dich. Nur ich muss das Ganze mal anders hoch zum Laufen bringen. So, mal gucken wie die aussieht. Ah, hier ist immer noch Erz drin. Hier ist immer noch Erz drin. Ja, ist fast raus. Warte mal, wie es raus ist. Man könnte theoretisch, aber. Mal blicken da mal an hier. Dann fährt er wieder an. Da ist ein Element, wann er weg ist. Störfaktor. Störquelle. Wie gesagt, ich brauche die MK3-Bänder. Das sind die nächsten, die ich brauche. Ich glaube mit den beiden Tiers jetzt, mit 3 und 4, kommt auch glaube ich die Pipe dazu, das heißt Wasser fördern können. Und dann sollte ich wirklich zusehen, dass ich an Kohle komme. Lustig, mal sobald ich das Ding anklicke, registriert der Server, dass ich damit mache. Nicht schlecht. Er hält an, wenn kein Spieler mehr drauf ist. Dann läuft er nicht weiter. So, da ist auch raus alles. So, kann ich mal den Container wegruppen. Ich warte bloß mal, bis hier der Band leer ist. Da ist der Rest. So. Kann ich schon mal weg. Dann haben wir schon mal wieder so einen Platz hier gewonnen. Ist gar nicht geguckt jetzt da drüben, ob die wieder generell ihre Füße haben. Meine Ding hat auch keine Füße weiter. Und
Da kriegt der Füße, der Container auch nicht. Also das heißt, wenn sie auf ebener Fläche stehen, haben die keine Füße. Nur wenn sie auf schräger Fläche stehen, dann kriegen die Füße. Also hier, Dings. Am Anfang war das so, da hatten die auch Füße gehabt irgendwie, die Container. Daran kann ich mich noch erinnern. Egal, wo die mich anhören, die hatten immer Füße gehabt. Ist immer irgendwie so ein Zeitloss hier von 2 Sekunden oder so. Server move. Lock net player movement. Warning. Server move. Timestamp. Warte, bla bla bla. Current timestamp ist so. Das läuft irgendwo noch nicht ganz rund. Wer weiß, was da noch so zwischenballert. Da zwischenfunkt. Aber ich muss die Firewall mal anders einstellen dafür. Dass die halt auch nur gewisse IPs durchlöscht. Remote-IPs. Mal ein Problem bei so einem öffentlichen Servern halt eben, wenn die so öffentlich betreibt. Bam, 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 bam. Guck mal, jetzt stehen alle schon. Der Post sieht bloß noch hinten noch diese Eisenplatten, weil das leer ist. Mir lacht nicht schon wieder. Wo ist denn der Dicke? Da ist er. Mach die Kusch hier, weg hier. Den produziert immer noch. Ah, fast fertig. Der ist fast fertig. Ja, noch 4 Minuten. Weil so hier grafisch kein Ruckeln, kein Nischt. Vielleicht wird damit alles genommen. Das nur, wie gesagt, für den Spieler selbst und die Sachen hier quasi. Er muss sie für sich selbst nur animieren. Da wahrscheinlich der ganze Server das Ganze vielleicht durchberechnet. Aber da müsste ich halt gucken, was das ganze Ding für eine Auslastung macht. Die Auslastung vom Server, die wird dann entscheidend. Weiß gar nicht, läuft meine Arc-Server noch? Habe ich die noch am Laufen? Weiß ich gar nicht. Puff. Hello Client, Beacon Hello. Wie ist? Wie gesagt, drauf kommt da eh keiner, weil dieser Ding ja passwortgeschützt ist. Da, 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 schlüff, schlüff, schlüff. So. Dann müsste ich da irgendwann die Dings bauen her. Muss bei den Wohnern her. Die Schmelzöfen. Ich kann mir quasi dann daneben bauen. Quasi hier nebenan, quasi die Reihe ran. Am besten auch noch ein bisschen Kante, damit so ein bisschen Abschluss ist. Und da muss ich mal gucken, wie ich das mache am besten. Ich habe 3 Miner. Mit der Geschwindigkeit, boah, also kommt ordentlich was zusammen hier. Jetzt bin ich bei 180. Das heißt, ich könnte 12 Öfen damit befeuern. Mit dem nächsten Typ sogar noch mehr. Ich merke mal nicht. Irgendwie liegt das gerade. Picking
Picking up multiple fix-it personnel in the area. Proceed with harvest before it's too late. So, what is here? Harvest. Hit. Abgestürzt. Guck mal. Da hängt der Server gerade. Jetzt ist er da. Also, da braucht ein bisschen. Das ist nicht gut. Also, irgendwas. Ich meine, man kann machen, man muss halt warten. Also man halt, wie gesagt, beim Bewegen halt doof, dass du Relax kriegst. Das momentan. Wer weiß, was der Phase ist. Ah, Timeout, Closing. Netzwerkfehler. Und die Treiber. Die Decke fehlen, die poppt sogar da im Block auf. Connection Timeout, bin ich noch drin oder bin ich draußen? Das ist die Frage. Herr Welker Simming hat eine Kiste öffnet, wird noch registriert. Nee, das registriert er noch, also das funktioniert noch. Also so ganz instabil läuft er nicht. Ich weiß, wo er dazu zu kämpfen hat eben. Untätig. Gut. Das muss noch durchtattern. Alles momentan, das stört mich gerade ein bisschen, dass da ein bisschen so voll auf der Leitung ist. Muss ich mal die nichts aktivieren. Noch die Port Range mit IP Range mit Filtern. Das ist mal Tag arg schlimmer, dann Netz abgeht eher. Wenn ich irgendwie die Deppen hier scannen, dann durch, sehen auch auf eine Pause. Bomben wir mal zu. Wo so ein Scheiß den Chemieten sucht, gesagt, das geht auf Geld eher. Sei der ganze Serverprozess selbst noch nicht ganz rund läuft. Das hat die so vom Handling her. Weiß man halt nicht. Vor allem ist ja so ausgelegt, du kannst ja wie gesagt mehrere Welten erstellen, das ist ein Ding. Glaube ich jedenfalls, oder? Oder nur eine? Habe ich was hier meine erstellt? Ja, ich muss mal mit dem lokalen Boot probieren, wie das aussieht. Momentan geht's wieder. War vielleicht so ein Schwung gewesen. Ah, das hat damals Dings auch gehabt. Bei Minecraft war das halt so. Da lag einfach daran, dass die CPU-Lösung damals noch in der Anfangszeit schwach war. Von der VM. Und ja, Minecraft mit Java in der VM, wo der V-Kern zu schwach getaktet ist, der ballert weg. Da schmeißt er auch Timeout-Fehler. War ganz schön. Das ist ein bisschen extrem, so passiert. Schon wieder hier. Also da ist wieder ein Busch. Ich merke im Grunde, wenn ich hier so einen Sprung mache. Wenn mein Standort bei der Verifizierung ganz an einer Stelle ist. Kaputt bewegen. Also so eine Springermaß. Du bist schon ein paar Meter weiter und dann machst du mir so einen Backport. Oh, guck mal, der ist fertig. Das kann ich gar nicht mal den Ding hochjagen da. Mm-hmm.
Kann mir hier weggebohrt werden hier. So, Hammer. Portibus temporär. Das braucht dich nur temporär, um den Scheiß zu bauen. Das muss ja noch alles anders gemacht werden. Da muss ich alles Schritt für Schritt über die einzelnen Produktionsdinger fahren. Das dauert zu lange. Beziehungsweise, ich muss gucken, ob ich das. Was ich bei dem Tier jetzt freikriege, weil ich reinkriege, weil ich dann halt nutzen kann. Guck mal, da ist irgendein Fuß, der hängt irgendwie in der Luft hier. Da hat er diese Säule. Ist ja auch wirklich. Naja, egal. Zack, rein damit. Hiebrist, Sinn. Das ist neu, der droht. Und sich dreht. Vor allem so ein Effekt ist drinne. Da ist eine Station. Und dann kommt er bald wieder runter. Guck mal, das zeigt dir mal an, was du für die nächste Phase brauchst. 500 von den Dingern, 500 davon und 100 davon. Aber das werden wir noch nicht bauen, das wird dann irgendwann mal irgendwann sein. Wenn wir da den Rotz dafür haben. Jetzt kommt er runter. Zack. So. So, was haben wir jetzt hier für Optionen? Genau, wir haben Kohleenergie. Das heißt, wir können da Kohle scannen. Das wird erst, wir machen ein Fahrzeug. Stahlproduktion und aber hier. Da war das. Oh, da ist der drin. Und da sind die MK3-Bänder. Gut, aber wie gesagt, um die zu bauen, brauche ich Stahl, Stahl, Stahl. Verdammte Scheiße. Ey, am besten ist ja quasi Schritt für Schritt durch. Das ist der nächste Meilenstein, den wir brauchen. Quasi Kohleenergie. Um das alles dafür freizuschalten. Die ganzen Sachen sollten bis dahin automatisiert sein. Das werde ich hinten mal ein Kupferdings machen, wie ich bisher immer gemacht habe. Das kann ich erst machen, wenn ich quasi die Schrauben habe, wenn die produziert werden, entsprechend voll. Das wird dann wieder Probleme mit der Energie. Das wird doch ein Spaß, ey. Wie gesagt, die lassen den noch volllaufen. Ich müsste auf alle Fälle einen zweiten Dingsbums bauen. Wir haben hierfür die Ressourcen mit der Schwächen da. Ja, die habe ich. Einen zweiten Konstruktor für Schrauben. Ich weiß auch nicht, wie viel ich da brauchen will. Ich müsste mir am liebsten das ganze Ding offen halten hier. Ich weiß nicht, wie viel ich brauchen werde. Von der Theorie her. Ja, ziehen wir mal hier. So. So schräg ran. Wird schon schief gehen. Schrauben werden hier damit hergestellt. Dann kommt hier auch ein Band dran. Später wird ausgetauscht durch einen Splitter.
Hier kommt ja der Fusi an seinem Mist ran. So, ich mach das hier. Geht in die Richtung weg. Wo ist er denn? Fusi. Andere Richtung. So. So, da war ich quasi hier. Das. So, und da hat der ja 40 produziert. Von hier kommen. Da heißt, es macht noch keinen Sinn, einen dritten zu bauen. Weil ich noch keine anderen Bänder habe, mit denen ich wegtransportieren kann. So, dann haben wir hier, wie gesagt, einen Container irgendwo in Nähe gestellt. Ich weiß noch nicht wo. Wo irgendwo da, wo ich quasi mit den ganzen Spaß hier arbeiten kann. Wir könnten hier hinstellen. Oder so, dass der hier ist. Wir haben ein Dings hoch und da hinten rein. Das würde alles funktionieren, noch funktionieren. Das könnte ich ja schon mal bauen. So. Ich kann dann hier die Container hinstellen. Das dürfte alles gehen. Andersrum. So. Wir sollen noch nicht bauen. Mal gucken jetzt hier. Den kriege ich noch nicht. Nee, brauche ich 4. Das sagen. Irgendwo ist da wieder Haken bei. So viel Kohleenergie könnte ich schon mal die Kabel produzieren. Aber da muss ich alles hinten langsam gucken, hinten umstellen bei dem Dings. Automatisieren. Bei den Kupfer. Was hat mir jetzt eigentlich gefehlt? Die hier Dinger. Lass die mal komplett herstellen. Was ich habe, das habe ich. Was ich habe, das habe ich. Ding. Fertig. So. Schnell durchschleichen hier. So, das Ding anmontieren da. Aber ich schließe es noch nicht an. So viel dazu. Sieht doch komisch aus. Ist aber angeschlossen, komischerweise. Auch wenn hier kein Band zu sehen ist. Vorher hat man so, das war richtig bis drin gewesen, in die Dinger. Wahrscheinlich, weil die auch irgendwie eine andere Höhe haben. Ich guck mal, da werden die irgendwie mal anpassen, nochmal. Haben die schon mal irgendwie mal. Und zwar haben sie mit den Splittern und nichts angepasst, damit die Höhe passt. Weil da gab es früher auch mal so einen Versatz drin. Sah ganz ulkig aus. Nur hier passt es halt noch nicht bei den Dingern. Guck mal, der hängt direkt dran, ne? Ja, ich vermute mal eher mal hier, dass er von den Containern die Luke so hoch hängt. Vielleicht werden sie das nochmal anpassen. Bisschen tiefer rücken. Sieht ein bisschen komisch aus, eigentlich egal. Aber genau, mit den Bändern gab es auch was, man die irgendwie anders gerade kriegt. Da hat ja auch so einen komischen Knick drin, ne? Sehe ich hier gerade. Ganz wirklich. Wie ist es gerade? Lass ich es so. Shit egal. So wichtig ist, dass ich Kabel herstellen kann. Dass ich die anderen Scheißplatten herstellen kann. So, da war ich hier den ganzen Spaß. Ja, ich muss jetzt mal mit dem Dinger zusehen, dass ich da alles gebaut kriege.
Aber ich glaube, das ist noch gar nicht mal so leer hier, die Tüte alles. Dass ich da gar keine die Möglichkeit, noch gar nicht die Möglichkeit habe, das richtig zu machen. Muss ich aufpassen. Wenn jemand leer ist, leer. Muss ich mal sammeln gehen. Deswegen, ich muss zusehen, dass ich quasi die Kohleenergie kriege. Damit es automatisch läuft, damit ich den Scheiß weg bin. Dann bleibt der noch was für Notfälle, weil ich. Naja. Eigentlich ist das doof an der Stelle. Bräuchte ich da nicht mehr. Ich muss was gucken, wo ich quasi mit der Kohle hinkriege. Wo ich die denn bauen kann. So, der ist leer, der kann weg. Ist alles raus. Kann der weg? So, der läuft noch leer dann. Wollte ich jetzt. Achso. Zum Kupfer. Der hat immer noch Erz drin. Erstaunlicherweise. Er hat immer noch Erz. Mehr als genug. Muss ich mal gucken. Da ist das, da ist das. Wenn ich hier so rumkomme. Plattenfirma. Dann wäre mir das nächste. Weil ich muss ja quasi. Genau daraus, das kann ich schon mal weitermachen, dann kann ich quasi Kabel herstellen. Weil da war ich Kabel draus. Krieg ich so ein Ding gebastelt hier? Ne, hier fehlt mir Kabel. Da war ja was. Tee. Bisschen Kabel brauchen wir immer. Ja, man könnte auch sich eine Werkung wieder hinstellen. Wäre natürlich auch nicht verkehrt. Also Sachen, die müssen automatisiert werden. Schritt für Schritt. Erstmal nur grob und dann ja feine. Das heißt, wenn ich da hinten die anderen Beine habe, mal gucken. Meiner ist momentan abgekoppelt, weil der Rest ja nicht so schnell hinterherkommt. So, ein zweiter steht auch schon bereit. Sind aber beide noch nicht angeklemmt, also beide noch stromlos. Und die ganze Stromversorgung ist eh noch, wie gesagt, hier chaotisch gespannt hier. Wenn dann das nächste aber mal so aufräumen müsste. Das ist die andere Dings hier, was man läuft. Das lasse ich mal hier hängen. Achso, genau. Stimmt, ich wollte ja da ansetzen. Da brauche ich wieder. Boah, nee. 1, 2, 3, 4. Muss ich von da klauen. Auf alle Fälle Kabel. Ausgang, da hängen, ja. So, zack. Oh, mal gucken, was geht. Eisenplatten. Da war ja was. Wenn ich den jetzt hier Kabel stellen lassen, ich habe 60 ein, das passt. Reicht ein 60er Band. Ich glaube, es geht nicht raus, das ist alles. Wie soll ich denn die wieder vergessen? Schlamp, Wiener ich, du.
stehen auf den anderen scheiß Potten hier. Flanken. Und deswegen wollen die keine Stützen. Stehen auf ihren Kufen sozusagen. Das haben sie geändert. Irgendwann mal. Ist nur, wenn sie quasi in unebenem Gelände stehen. Dann kriegen sie ihre Füße. You are so lucky that you found this most valuable artifact. Wenn man quasi alles anders hat, ne, hier mit entsprechenden Dings. Ah, so war das besser aus. Guck mal, das krieg ich jetzt hier angeflackt. Ja, geht. Hier schon bestellt, ja? Ja, auf Kabel. So, das heißt, hier kommt noch eine Truhe ran. Truhe ist gut. Eine Lagerkiste hier, so ein Lagercontainer. Ausgereizt. Comply. Sagt die Auslastung, ah, das passt. Kann ich fast sagen, man reduziert den ganzen Kram. So, hier kommen. Da rein, 60 rein, 30 raus. Und was liefert er jetzt hier? Er liefert 30 pro Minute. Naja, ist hier noch da, also das läuft erstmal durch. Das tüdeln. So, nur muss ich sagen, ich muss hier mal da drosseln. Aber den kriege ich momentan nicht schneller. Zieht er halt mehr. Das sind so die Probleme. Denke mal, das lasse ich so niedrig. Die anderen Sachen, die wir ein bisschen erhöht bauen. Gerade die Schmelzöfen her. Aber ich würde es hier mal also auf ein Ding immer lassen. Ich muss zusehen, dass ich, wie gesagt, Kohle freigeschalten kriege. Das ist das Erste. Weil das werde ich mich brauchen. Dazu brauche ich quasi die anderen Platten. Die Dinger. Da teile ich nicht schon mal die ganzen Schrauben mit. Was ich hier habe. Demnächst mal die verstärkten Eisenplatten herstellen kann. Und immer so weiter. Dann den anderen Kram, Standard. Im Prinzip müsste ich jetzt das zusammen machen, damit die Schrauben da mal volllaufen. Was man hat, das hat man, weil momentan ist mein Energiebedarf ja optimal. Weil wird ja produziert, also wird ja. Das ist ja das Verrückte eigentlich. Habe ich so ein Ding? Ja, dürfte reichen. So, da fließen die da rein. Die produzieren mehr als genug. Als Schrauben werde ich brauchen, bis zum richtigen mehr. So, wie viele Platten habe ich? Die reichen nicht. Muss ich noch manuell machen. Bis ich das Ganze habe. So, hier 85. Ah, die reichen. Da ist jetzt nämlich alles. Mein Problem ist momentan immer noch der Strom. Und solange ich den noch quasi immer noch mit den scheiß Bierdinger herstelle, ist das doof. Das heißt, ich muss zusehen, dass ich die Kohle an die Kohle komme. Dass ich die irgendwie bis hierher gefördert bekomme. Egal wie. Wenn es erstmal mit einem 60er Band ist. Scheißegal.
Aber ich hätte schon mal wesentlich mehr Energie, die ich nutzen könnte. Und ein Förderband, wie gesagt, frisst ja keine Energie. Anders, wenn ich da, ich sag mal, Drohnen oder am Anfang, wie gesagt, Fahrzeuge benutze, die da hin und her fahren, die brauchen ja wieder Sprit extra. Und das ist mal die Frage, reicht der Sprit aus? Je weiter die Strecke ist, desto mehr Sprit brauchen die auch. Und die Fahrzeuge automatisch fahren, dann nicht so groß gemacht. Lieber Züge, das, wie gesagt, das funktioniert bei mir eher, weil, wie gesagt, das ist ja spurgebunden, als irgendwelche Fahrzeuge. Vielleicht würde man ja irgendwann machen. Mit, ja, mit der Bahn. Mit Drohnen muss ich gucken, weil da brauchst du ja irgendwie Batterien, Leute, wenn ich richtig im Kopf habe. Dim, 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 dim. Das ist ja der Kram, den man ja manuell da machen muss. Scheißegal. So, im Prinzip brauchst du ja mal so weiter drauf, dass man, wie gesagt, dann das produzieren tust, das produzieren tust, das produzieren tust. Wie gesagt, die drei Dinger, die quasi der Lift braucht für die nächste Phase, das hat noch Zeit. Erst, wie gesagt, das nächste wird immer sein, mit dem Strom zu gehen. So was fehlt jetzt. Eisenplatten. Machen wir fast klar, dass die nicht reichen. So. Machen wir mal so hier. Hoppala. Abgerutscht. Da. So. Ja, könnte ja fast reichen. Ja, kommt hin. Auf 150 komme ich. Die Bombe ist mal fertig. Dann schmeißen wir die Flex gleich rein. Was auf der Wecker ist. Naja. Da wollte noch Kabel. Na, die anderen Scheißdinger. Die Rotoren. Kabel können ja Glück haben. Dann werde ich mal gucken, wie damit schon was produziert ist. Weil ich würde mal gerne das bisschen Kupfer, den Draht, so lassen wie es ist. Nicht irgendwo nur für was anderes so brauche. Aber weiß ich mal nicht. Ja, doch, für Stromleitung, glaube ich. Für normalen Stromleitung oder Strommasten brauche ich nicht so. So, haben wir. Was ist? Haben wir das schon mal. Muss ich gucken, das reicht. So, Rotoren, 350 wieder. Die kann ich jetzt nur noch hier herstellen, ne? Liegt noch 12. Ach ja, da war die Geschichte mit dem Schrauben. Das war ja nochmal so Fälle. Da muss ich wieder hinten gucken, wie viel da hab. Und da hab. Wie gesagt, hier müssten ja 1000 sein, weil ja bitte die Dinger voll waren. Ja, nicht ganz. Das läuft immer noch rein. Das ist es ja. Kann ich aber das Ding, was da ist. Bin bei fast 1000. Muss ich schauen, was ich hergestellt kriege, wie viel Eisenstangen habe ich, das müsste reichen. Noch was muss ich da nochmal hingehen? Auch wie gesagt, Kohlekraftwerk. Ich brauche es definitiv. Da muss man mal gucken, wo geht denn Flagge. Wahrscheinlich auch erstmal provisorisch. Dann machen wir mal zu hier. Unsere Fälle hier.
das machen wir nicht, das wird hergestellt mittlerweile. 39, lassen wir herstellen. Gucken, wie weit wir kommen mit der Herstellung. Das ist es ja leider mal. Ich bin ja froh, wenn ich die ganzen Slots nachher freigeschalten. Vor allem die Inventarplätze. Ja, das kommt alles noch. Über den MRM. Also überlegt, was manche so bauen. Die bauen ja dann eine Fabrik. Ich schalte einen Rekorder auf, die ist irgendwie für Eisenbahnen produziert. Oder Eisenerz. Boah, ey. Man muss sagen, Highspeed-Rekorder sozusagen. Highspeed-Kamera, das ist auch nicht wirklich, aber. Was war zu? Na jo, das ist. Ballerst du alles in die Schredder rein. Um die Marken zu kriegen. Das macht ja keinen Sinn. Aber da kann man ja irgendwann mal richtig machen. Das heißt, man versucht immer so, die wichtigsten Sachen zu kriegen mit den Marken. Und dann erst im Nachhinein immer zu gucken. Weil du musst ja auch ein bisschen mehr immer was höher welche reinschmeißen. Damit es entsprechend auch punktet. So, mal gucken. Wir haben sogar Glück und wir haben hier noch drinne. Ah, das könnte klappen. Wir kommen auf 300. So, dann haben wir das. Gucken wir, wie viele Schrauben hier schon drin sind. Oder wie er drin sind. Ne, hier sind noch Eisenbarren drin. Also, solange ich die noch sehe, brauche ich nicht weiter gucken. Also, läuft das immer noch. Weil da oben ist Kohle, das weiß ich. Da muss ich aber hochlatschen. Da durch das scheiß Ding, wo diese Giftfolgen sind. Müsste da einen Kohleminer hinstellen. Also, da sind ja drei Felder, das weiß ich. Oder ich baue einen LKW. Da muss ich scheiße. Nee, das geht nicht. Das. Nee. Bloß nicht. So, haben wir auch drin. Dann fehlen uns da noch die restlichen. Hier noch 14. Ja, passt. Kriegen wir freigeschaltet noch. Ist nicht dein Problem. So, zack. Da. So, und bitte nicht wieder abstürzen. Spiel. Oh, 8 Minuten. Milestone reached. Coal is an improved alternative power source to biomass and can be fully automated if provided water with the new pipeline buildings and power throughout the initial setup. Coal has been added to the resource scanner. Genau. Coal können wir mit dem Ressourcenscanner finden. Note. Ensure the close proximity of water to the coal production line. Note. Pumps will aid in vertical transport of fluids through pipes. Note. Throughput and volume indicators are added to each pipe section automatically. Ja, so. Da heißt, wir können endlich mal nach Kohle scannen. Mal gucken, wo wir zuerst was finden. Vielleicht so eine Quelle, die dichter dran ist. Als die da oben. Nee, leider nicht. Das ist die da oben. Da ist halt eine. Da ist da eine. Ach, da weiß ich. Da, wo die ist, weiß ich. Da ist. Da muss ich nicht hochkrauchen, da kann ich mich so unten lang, da hinten lang irgendwo. Das geht auch noch. Ah, mir fällt noch ein. Warte mal, wann? Warte mal, Geothermal. Ich glaube, dazu müssen wir hier irgendwas freischalten, ne? New object added to the object scanner. Energieschnecken. Oder war das bei Quarz? Ich glaube, bei Quarz war das mit dem Geothermal-Dinger.
Ich muss aber auch Quarz finden. Das wäre mal nicht verkehrt, aber das sind bloß die kleinen Quellen. Ich weiß, da hinten ist Quarz. Oh, wie viel Quarz kriegen hier reingesteckt? Da muss ich ja loslatschen und. Pff, richtig sammeln. Aber ich weiß, da hinten sind Geothermalkraftwerke. Die könnte ich anzapfen. Die wären noch nicht allzu weit weg. Dann hätte ich. Naja, je nachdem. Zwar schwanken, aber ich hätte zumindest mehr Saft als jetzt. Also mit zwei Stück. Aber erstmal, wie gesagt, bis dahin kommen. Die freigeschaltet kriegen. So, wichtig ist quasi, dass wir die Kohle haben. Da hat alles bauen können. Also wir haben jetzt die Pipeline, haben die Pumpen. Haben die Dinger. Genau, die Wasserpumpen. Da ist das Kohlekraftwerk, der Kohlegenerator, wie gesagt. Wasserspeicher. Gut. Ich müsste losziehen. Trotzdem mit Quarz holen. Es können leider nur die großen vorkommen, die kleinen Hüppel, die oben unterwegs sind. Da müsst ihr quasi. Genau, das ist da unten. Das saß in der Höhle drin, ich weiß, wo das ist. Das wäre da in der Höhle drin. Dann ist da hinten irgendwas noch, keine Ahnung, wo das ist. Dann ist da noch was drin. Ah, das rückt weiter weg. Das müsste auch gleich aufploppen. Frage ist, ob der Scanner so weit kommt. Oder ob der Reichweiten begrenzt ist. Das wäre so die nächste Frage. Ich weiß es gar nicht mehr. Nee. Krieg ich da nicht rein. Ist wohl so zu weit weg. So, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Das lassen wir laufen. So. Kann ich ein Ding wegschalten? So ein bisschen brachial aus. Ja, doch, geht. Gerade so. Sparen wir ein bisschen Energie. Aber ich muss trotzdem loszittern, um der Rohstoff zu besorgen. Ich brauche Energie, also das reicht halt nicht. Ja. Ich war wandern. Ein Sattel wäre nicht schlecht für den. So. Kriegst du, wo Quarz ist? Wie es für Kohle ist. Ach nee, der scheiß Hülle sind die Spinnen. Oh Mann. Das kommt ja auch noch dazu. Verdammt. Das ist eigentlich clever, wenn man irgendwie noch so eine Hümpel findet, wo man Quarz quasi so am Straßenrand findet, hätte ich mal gesagt. Hätten wir da Eingang ist, aber es ist zumindest auch Kohle. Das weiß ich. Ich muss mal gucken, wie ich ein bisschen hinkomme. Das ist jetzt von hier aus ein bisschen anders. Ich weiß, ich habe mir damals mit der Bahn mal lang geschlängelt. Durch den Sumpfland. Da ist ein großer. Das heißt, ich muss hier lang. Und dann da irgendwie durch den Sumpf durch. Dann gehe ich mal hier lang. Jetzt ist immer noch da der Vogel. Irgendwie scheinen hier bei den Servers auch nicht so aktiv zu sein. Die Viecher. Da will garantiert eine Schnee. Nee, eine Stecker nicht drin sein. Da ist irgendwas anderes drin da. Ah, da ist irgendwas. Irgendwas ist an der Stelle. Der ist ja nicht umsonst da. Oder ich muss gucken, da ich mir quasi einen Walkthrough baue.
der so lang geht, über die Ecken lang, bis da hinten hin. Dann könnte ich zumindest latschen. Weil die Grundressourcen, glaube ich, dafür. Die hätte ich noch gar nicht geholt, ne? Nee, ich denke noch gar nicht hier freigeschalten. So ein Mist. Stimmt, da muss ich mal den Schredder nochmal anschmeißen. Damit der Kram da durchläuft. Weil das brauche ich noch. Weil wenn ich den hätte, zumindest den modernen, dann oberirdisch lang da, also das heißt in gewisser Höhe lang, wo ich meine, das passt. Und dann wird auch einigermaßen geschützt. Weil hier mal durch dieses hoch und runter. Könnte mir noch ist ja ulkig. Ist das ein Fehler oder? Sieht eigentlich so aus wie die Sachen auf dem Förderband. Auf den Bändern. So, da oben. Mal gucken. Relaying message. Hello, this is Paternal Figure. I am taken ill. I need your help to find a cure. Doctors say that the only remedy is alien artifacts. Schnell weg. Da sind die noch. Au! Ach, Mist. Das hat mir jetzt nicht fehlt, ey. Das ist, weil mir der andere Scheißdings noch fehlt. Der andere. Alles weg hier. Alles weg. Kacke. Sie sind gestorben. Kann man es hoffen, dass alles noch da liegt. Oh, die scheiß Viecher hier. Oh nein. Ich muss immer da lang latschen, wo die Viecher stehen und parken. So eine Kiste hier. Also doch, lieber einen Walkway nach oben. Dann ist man sicher. Also Walkway. Definitiv. Dann geht es halt über die Berge durch. Aber das hat mir lieber. Hm.
Das heißt, ich muss ihn irgendwie anschmeißen durch den Schredder. Weil sonst kracht mir alles weg. Weil der momentan zu voll ist. Wenn ich da noch den Schredder zuschalte, ich weiß nicht, was er zieht, weil er steht leider nicht da. Er zieht zwar was, aber wie viel? Das ist die Frage. Die entscheidende Frage, die Quizfrage. Wie viel er zieht? Saft. Ach, der ist noch an. Da ist momentan nichts drin. Na komm hier. Dann haut er das mal durch. Jetzt muss ich mal gucken, wie viele Punkte ich brauche für die modernen Walkway. Wie viele Punkte? Da muss ich mir den Scheißding bauen nehmen. Der Langzimmer. Mir die Ressourcen holen. Der Lang bauen. Braucht das. Definitiv. Ihr hat sich nicht gemerkt, wa? Das ist ja doof. Fundamente, Architektur. Da. Fünfe. Fünf Stück brauche ich. Das kommt erstmal weg hier. Brauche ich erstmal nicht. Fünf Punkte brauche ich. Oh Mann. Verdammt doch nochmal. Ich brauche 5 Punkte. Ich muss mal gucken, wie ich beschleunigt kriege. Ich muss ein anderes Band dran setzen. Mit dem Tempo ist mir ein bisschen zu lahm. Alles was geht. Ich denke mal 15 werden ausreichen. Ich brauche dieses Walkway. Ich muss da hin, und dann muss ich, wie gesagt, den anderen die Dinger da anzapfen. Das wird wahrscheinlich die einfachste Variante sein. Über den Walkway. Anders wüsste ich auch nicht. So, dann geht's schneller. 5 Punkte, 3 haben wir schon drin an der Kasse. Wird immer mehr. Sind wir eine. Stackholen. Wenn die Hummel haben. Also da ist er mal rein, weil das ist nicht so relevant. Mit dem Ding bin ich noch genügsam. Das passt immer noch. So, eine Schachtel hier. Die kommt dazu. Hammer. Leise, muss man warten, bis alles durchgetüllt ist eben. 4 haben wir gleich. Mal gucken, ob wir da 5 brauchen. Erstmal wird von Mal zu Mal auch mehr. Je mehr die Tickets du holst, desto mehr Punkte brauchst du dafür. Über 500.000 mittlerweile. Irgendwann mal bist du über, weiß nicht, schon in die 100.000er. Da brauchst du schon die entsprechenden Ressourcen, um so zu punkten.
Je höherwertiger das Produkt ist, desto mehr bringt es Punkte. Ich weiß, ich habe irgendwann mal Teig reingejagt. Mein anderer Ding, da ich schon Plastik und Gummi so ein bisschen reingejagt, wo dann auch nicht gepunktet hat. Aber war auch nicht das Höchste, wenn du so was wie ein Computer und so rennen ballerst, dann hast du auch natürlich auch nicht weit. Ja, das heißt immer laufen. Ich brauche die Punkte, ich brauche den Walkway. Guck mal, ja, die gleichen Ressourcen wie das andere Scheißding. Das wäre natürlich mal nicht schlecht. Da muss ich mal gucken, was ich mache, weil ich habe nicht mehr hier ein Ressourcen da. Das geht mir zu nahe hier. Deswegen muss ich zusehen, dass ich irgendwie ja noch Kleinkram finde. Ich meine, wenn der durchgeballert ist, wenn ich meine 5 Punkte habe, kann ich ihn ausschalten, spart Energie, dann kann ich mir den anderen Reaktor wegschalten. Den einen Bio. Das ist ja der Blöde. Wir haben soweit alles da. So, dann muss ich quasi auch hinten beim Kupfer Kupferbleche produzieren. Das wird das nächste noch sein, weil ich für die Rohre auch Bleche brauche. Wie gesagt, bis im Kohlekraftwerk ist noch mühsam. Bis dahin ist noch mühsam. Ich muss zusehen, dass ich am Wasser komme. Ich muss gucken, ja, ob ich die Kohle kriege. Und die Kohle ist leider zu weit weg. Beziehungsweise unten in der Senke ist Kohle, aber wie gesagt, es ist da eigentlich noch die Viecher noch dazwischen. Ja, ich kann über die Gangway kein X2 hochbauen. Beziehungsweise die Türme, aber die Türme sind ja. Haha. Dann müsste ich das ganz clever machen. Ich eine Gambi machen und dann eine Gambi in der Plattform. Und die Plattform her einen Aussichtsturm. Und die Aussichtstürme sind ja auch damit da, mal wo bauen könnte. Und dann müsste von der Gambi ausgehen. Also ich muss die Sachen an der Seite offen lassen, irgendwo da, sonst so eine Kante. Anders reinflacken, dann geht das auch. Wenn ich da bauen kann. Müsste alles gehen. Hauptsache ich kriege irgendwie, wie gesagt, meine Förderstrecke. Und ich muss Strom bis in die Nadel kriegen. Aber erst muss ich, wie gesagt, eine Gänge bis hin kriegen. Und dann kann man weitersehen. Das wird das erste sein. Die dahin zu bauen. Das wird das erste sein. Weil ich brauche Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle und noch was Kohle. So, gleich die 5 Punkte drin. So, und die mal danach so feiern sein, reicht dann eigentlich auch. Wird halt so Aufgabe für das nächste Mal sein, für den nächsten Stream. Mal gucken, ob wir die Woche auf hier 5.500. Ach nee, muss leer anbleiben, das kann ich ausdrucken, ist ja doof. Jetzt können wir ausschalten. Krach. Guck mal, ein großer Kaffeebier hier oben. Ist das mein Sterbeort oder was soll das sein? Könnt ihr hinkommen, ne? Ist ja geil. Jetzt zeigt mir da, wo ich gestorben bin wahrscheinlich. So, genau, Gangway. Zack. Dann haben wir das. So, Architektur ist gekauft. Guck mal, hier sogar noch eine Truppe mit drin. So, die müsste jetzt sein. Architektur. Ja, das übliche halt. Snippt die an.
Küche, um hier lang zu kommen. Und wie war denn das? Fahren mal ein so ein Ding mal hinaus und so eine Höhleinheit? Weil die sind ja steiler, die Treppen. Müsste ja quasi genau wie so eine Wand sein in der Höhe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 bis reichen. Da kann ich hier oben ja quasi. Runter will. Doppel Körper runter. Und gut ist. Gut, das war das Gift. Gucken, das kommt bis hier oben hin. Scheinbar nicht. Dazu gar nicht bauen. Ich will ja wegknacken schon. Aber so ein Spiel ist zum Glück gemacht. Das heißt, die ganzen Design-Elemente halt hier mit Stützen und so, kann man alles später bauen. So weit wie es erstmal geht. So merke ich. So. Das war glaube ich da irgendwo. Irgendwo da. Muss das gewesen sein mit Kohle. Wieder. Ne, die ist da oben, die andere ist da hinten, genau. Da müsste ich so blöde da rum. Das wäre mir doof. Da kann ich Wiesen irgendwie so nach hochführen. Irgendwie mit einem Trassenband. Aber halt eben. Erstmal hinfinden. Dann lieber so mit so einem entsprechenden Weg hier oben, wo man sicher ist. Wo die Viecher nicht rankommen. Der Band kann ja unten ruhig langlaufen. Das macht die ja nicht kaputt. Aber erstmal mal so einen Weg, wo man hinkommt. Das ist das Wichtigste. Zu sagen, die Treppe ist ganz schön steil. Na gut, er springt übrigens nicht hier, oder sie. So. Ja, würde ich sagen, dann haben wir das wieder. Dann werde ich mal hier das Ding am abschalten. Das sollte reichen erstmal. Vom Energiebedarf her. Für die restlichen Sachen. Wie man ja weg wie so eine Ausmachung und Dings, wie gesagt, eh stopp. Aber so haben wir aber ja die ganzen Rahmen. So, der produziert dann bis fertig ist. Den haben wir mausgeschalten. Da ist nichts weiter. Und die produzieren auch noch so Schrauben. Es soll halt immer Schrauben produziert werden, bis das Ding voll ist. Ich werde jetzt noch mal eine Runde machen und gucken, wie was ist. Da die Schrauben einsammeln. Die werde ich mir noch holen. Und dann heißt es Schicht im Schacht. Für heute. Guck mal, ich bin wieder da. Also schon mal gut. Das, mal wieder nach. Ich meine, das war vorher schon so, wenn du weit weg bist. Spawn die halt nach den Nüssen und sonst Kram alles. So, hier sind die Bleche drin. Hier werden die Schrauben. Das sieht gut aus. Hier ist quasi die Eisenstangen, sind auch voll. Lass laufen. So, dem Motto. Ich meine, wie gesagt, am Anfang, wie gesagt, in so einer Phase macht man schon, dass quasi nicht weiterläuft. Das anhält, sobald der letzte verlässt. Wäre ja halt doof, weil irgendjemand muss ja da sein, der auch, wie sag mal, wegen Strom füttert. Später, wenn du wie schon eine autonome Energieversorgung hast, die sich, wie gesagt, selbst, sag mal, füttert, dann geht das halt. Dann kann man sowas machen. Dann sagt man, das ist durchlaufen. Und dann produziert das, wie so, derzeit, wo keiner drauf ist. Aber erstmal anfangen? Nö. Erstmal nicht. So, die produzieren auch immer noch. Weil da muss alles der Server. Und der Server muss ja nichts, wie gesagt, darstellen. Da muss ja, wie gesagt, doch nur durchberechnen.
das die Frage, mit wie viel Kern der das macht. Dann wäre das nächste Ding. Was mich interessieren würde. Hier ist auch noch immer. Da scheint immer noch was drin zu sein. Da ist immer noch Eisenbahn drin. Guck mal, das ist leer. Den kann man wegruppen. Den auch. Hier können wir mal die Schmelzer dann wegreißen. Die ist auch bald demnächst leer. So, dann können wir die beiden zusammenschalten über ein Dings. Ich muss mal gucken, wo ich das mache. Wahrscheinlich hier oder so. Und dann kommen halt die Öfen hier mit hin. Ja, das macht hier mehr Sinn. Kommt hier vor der Dings hin, der Fusi. So zusammengeführt und dann kommen hier irgendwo die Öfen hin. Wahrscheinlich Etage höher oder so, weil nicht anders passt ja. Vom Platz her. So, dann könnt ihr hier schon mal den Mast hinstellen. Die beiden schon mal hier verkabeln kann. An das Ding. Beide weg aber auch schalten. Aber die brauche ich erstmal noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Weil genug hier Kram für die Scheißdinger. Ordentlich aus. Zumindest ringsum ein bisschen abgeschlossen. Damit das Kleinvieh nicht aufhüpfen kann. So. Tasche sortiert, fertig aus. Den lassen wir fertig produzieren. Dann wird er mir umgebaut. So ähnlich wie mit Dings. Der kommt nachher weg, der Mast. Eigentlich genauso, ne? Genau, 30, das heißt, ich brauche für einen brauche ich zwei Öfen. Im Prinzip kann ich vier Öfen hinstellen. Genau, vier Öfen. Der hat 60. Der hat, glaube ich, auch 60. Ja. Das heißt, vier Öfen, die jetzt quasi schmelzen und fertig ist. Damit habe ich quasi Kupfer. Ausreichend. Die verarbeite das erstmal. Ideal wäre man quasi mal so einen Puffercontainer, den man dazwischen hat. Ah, man könnte es auch machen, wenn man hier macht. Dann nach oben rüber das Ganze verteilen, das wäre auch eine Möglichkeit. Vielleicht sogar noch besser, weil ich ja dann eh anheben tue. Ja, das wäre sogar die Lösung. Den Container dahin, in die Richtung, nach oben und unten weg, also über den Container weg, auf die Trassen herauf. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Bauen könnte. So, das lass laufen, bis hier alles weg ist. Das brauchen wir noch. Kann mal gucken, wie viel noch drin ist. So viel Zeit nehme ich mir noch. Und dann mache ich Feierabend. Na, genügt. Also den lasse ich noch bauen, bis es leer ist und dann wird es weggeruppt. So, die wird es da sein, das lasse ich auch leer laufen, dass ich das umbauen kann. Also den Schmelzofen selbst kriegen wir dann beim nächsten Mal noch weg. Aber ich muss, wie gesagt, die Gänge weiter bauen. Also mit dem Coverpot da oben, der mir meinen Sterbeort markiert. Ist natürlich immer eine geile Idee. Aber lustig auch. So. Da. Da bin ich gestorben. Ich habe ja quasi mein Dings alles gelootet. Mal gucken, ob er nächstes Mal wieder da ist. Der Pott. Das sieht ein bisschen holkig aus von Weitem. Ach so, sind die Tritte. Also vom Design her gar nicht mal schlecht, die Treppe. Gefällt mir. Juti. Ja, Leute, das soll es an dieser Stelle für heute gewesen sein. Mal gucken, vielleicht komme ich, wie gesagt, mit Satas Air dazu, mal auch in der Woche zu streamen.
Mit dem anderen leider nicht. Das heißt, nächstes am Wochenende selbst geht es weiter mit der Fahrkarriere, mit Fahrkarriere 2. Und wenn ich in der Woche komme, dazu komme, dann halt mit Sartis, um einmal weiter zu düdeln, beziehungsweise mal gucken, ob ich das auch hin, wie gesagt, so hinkriege, dass der Server automatisch läuft und ich nicht manuell starten muss. Das wäre mir lieber. Und ja, in dem Sinne wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und ja, in dem Sinne, macht's gut, schlaft gut und bis demnächst. Ich bin raus. Tschüss.